Wusstet ihr, dass die Herstellung von Glas unglaublich energieintensiv ist? Deswegen, wenn ihr es aufgegessen habt, ab in den Recycling-Container. Man spricht von Cradle to Cradle, denn Glas lässt sich perfekt und zwar zu 100% wiederverwenden. Aber auch für das Altglas braucht es wieder unglaublich viel Energie. Viel Gas wird verbrannt, bis zu 1600 Grad Temperaturen sind nötig, um aus diesem Altglas wieder neue Gläser zu produzieren. Deswegen kommen bei mir leere Gläser nicht in den Altglascontainer, sondern ich sammle die. Und in den leeren Gläsern kann man wieder alles Mögliche an selbstgemachtem abfüllen. In alten Gläser kann man auch getrocknete Sachen super aufbewahren. Hier zum Beispiel Pilze oder Chilis, Kürbiskerne, getrocknete Tomaten oder Chilipulver. Und auch meine ganzen Gewürze bewahre ich in Gläsern auf. Und wusstet ihr, dass man die Gläser auch wunderbar zum Einfrieren verwenden kann? Hier zum Beispiel für Pesto oder auch für Suppen. Also denkt beim nächsten leeren Senfglas dran, nicht wegwerfen, nicht recyceln, sondern wiederverwenden, aufbewahren.